Wenn ich renne, bin ich schneller unterwegs. Oh Gott, ich hasse dich. Hab dich. Du blöde Kuh. Ja, das ist die gute Broken Neck. Geh bloß auf Abstand, ey. Hallo? Alter? Wie nah ist die denn rangekommen? Was soll das denn? Habe ich den Zoom aktiviert? Das ist mir noch nie passiert. Dass sie so nah rangekommen ist, ohne anzugreifen. Das muss ein Bug sein. Genau auf die habe ich die ganze Zeit gewartet. Aber ich habe mir echt viel Film verschwendet. Na gut, vielleicht haben wir noch ein bisschen was vom teureren Film, den wir zumindest für Geisterkämpfe benutzen können. Kein Talisman mehr. Super. Oh nein, nicht schon wieder. Es ist Ted Takamine. Zumindest sieht das so aus. Kyrie. Seil schreien, Jungfrau. Okay. Ups. Nimmst du das bitte auf? Ein Spiegel, genau wie der am Eingang. Vielleicht haben alle Spiegel im Haus eine Bedeutung. Das Glinzern sieht auf dem Boden. Feuerzeug. Genau das haben wir gesucht. Oder glauben wir zumindest. Es ist noch das Öl drin. Auf der Rückseite ist J. Takamine eingraviert. Wahrscheinlich Junsei Takamine. Mehrere Zettel liegen auf dem Boden. Sieht aus wie Teil eines Notizbuchs. Teil des schwarzen Notizbuchs. 14. September, 10 Uhr. Diese Frau, die Tomoe Kirie nennt, sieht genauso aus wie die Beschreibung der Jungfrauen des Seilschreins in den Legenden. Und auch die Art und Weise, auf die Tomoe und Ogata starben, ähnelt den Todesfällen in den Legenden auffallend. Dann ist diese Frau also die Jungfrau des Seilschreins. Ich habe die Zettel in die Akte gelegt. Okay. Wir folgen Tomoe irgendwie noch. Normalerweise, also Ogata war ja dann irgendwann abgeschlossen, aber Tomoe folgen wir gerade immer noch. Die Tür ist fest zugenagelt, ich kann sie nicht öffnen. Und gleichzeitig sehen wir auch Herr Takamine so langsam. Ich hab Schiss. Oh, da liegt was. Mehrere Zettel liegen auf dem Boden, sieht aus wie ein Teil eines Notizbuchs. Teil des roten Notizbuchs, da ist Erdnussbutter dran, das ist meistens kein so gutes Zeichen. Spiegel zerbricht. Patsch! Ein kaputter Spiegel. Menschen auf dem Boden, der ganzen Villa. So viele Menschen. Vorlaufen sie nur alle weg. Und dann am Ende. Dieser verzweifelte Ausdruck auf ihren Gesichtern. Irgendetwas nähert sich mir. Es kommt ganz tief aus der Villa. Eine Kälte. Kälte als alles, was ich je gespürt habe. Ich weiß nicht mal mehr, ob das ein Traum oder die Realität ist. Ich habe jetzt in die Akte gelegt. Hm. Ach du grüner Neune. Da liegt was. Bitte lass es Film sein. Ah, es kommt der Medizin, immerhin. Da tropft was von oben. Ach du Scheiße. Kriegen wir nie eine Pause hier? Nein, 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 lass hier schon die Pfoten weg, okay? Ist das Tomoe? Oh, fuck. Gut, dass wir Kräutermedizin aufgenommen haben. Ach du Scheiße. Schnell was davon reinpfeifen. Ach du grüne Neune. Jetzt kommt der Tomoe angegeistert. Verstehst du? Angegeistert, oh Gott. Vielleicht ist es Zeit,
Ups. Ja, Typ 37 haben wir voll viel. Komm, den nehmen wir jetzt mal rein. Wo ist sie? Ah, das ist doch unfair. Alter. Wie viel Schaden die uns macht. Ah. Oh Gott, unser Steinspiegel wurde verschwendet. Das ist nicht so gut. Lucy. Ich hab sie endlich. Oh, ist das dunkel. Unser schöner Steinspiegel. Mann. Oh, der Geist stand, liegt etwas auf dem Boden. Rote Kassette 4, eine rote Kassette. Nur ein kleiner Teil davon wurde verwendet. Alter. Okay. First of all. Erstmal den geladenen Film wieder wechseln. Und das zweite ist die vierte Kassette anhören. Since we met that girl, I've seen many strange visions. All the ghosts in the mansion howl and scream at me. I don't think they'll ever let me out of this mansion. I don't even know how long I can hold on to my sanity. Anyway, I'm leaving this tape. If ever someone listens to this, please tell me what has happened to me. But still, I hope it's just a dream. Das kann ich dir leider auch nicht sagen, liebe Tomoe. Mehrere Zettel liegen auf dem Boden. Sieht aus wie ein Teil eines Notizbuchs. Teil des roten Notizbuchs. Ein kleines Mädchen in einem weißen Kimono bittet mich immer wieder, ihr zu helfen. Ich kann mich nicht konzentrieren, aber ihre Stimme hallt in meinem Kopf wieder und geht einfach nicht weg. Aber was soll ich nur für sie tun? Ich komme nicht einmal mehr aus der Villa heraus. Er ist kaputt. 5 Scherben. Der Spiegel. Sag Herrn Takamine, der Fluch kann nur so gebrochen werden. Ich habe die Zettel in die Akte gelegt. Da braucht man wieder einen Code. Folgendes, weil ich halt weiß, wie es so ein bisschen weitergeht, gehe ich nochmal kurz zurück. Ist hier irgendwas zum Fotografieren? Das klingt fast so. Ups. Gehe ich nochmal kurz zurück, verwende das Feuerzeug an diesen Laternen. Und das Ding, das dabei rauskommt, das brauchen wir, glaube ich, da hinten. Achso, können wir die Gelegenheit dann nochmal nutzen, um nochmal kurz zu speichern. Ich glaube, da müsste ein Speicherpunkt irgendwo da hinten sein. Upsala. Das ist die einzige Gartenlaterne, die nicht brennt. Feuerzeug verwenden, yes.
Da ging was auf. Da liegt etwas oben auf der Gartenlaterne. Schwarze Gravur. Ein Stein, in dem ein merkwürdiges Zeichen eingraviert ist. Auf der Rückseite ist ein Stecker. Sui. Haben wir das schon erledigt? Ich gehe mal das Risiko ein, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hinter dieser Tür, wo wir da hätten durch müssen, noch ein Speicherpunkt. Alter. Was waren das denn für Geräusche? Also man kann zu dem Voice-Acting sagen, was man möchte. Es ist halt ein frühes 2000er Horrorspiel, Voice-Acting. Aber ich finde tatsächlich, sowohl hier in Project Zero als auch Silent Hill 2 tatsächlich, finde ich, dass dieses gebrochene, irgendwie merkwürdig klingende, ein bisschen Uncanny Valley-mäßige Voice-Acting verdammt gut ins Genre passt. Uah. Ach du Scheiße. Nicht du. Nicht du. Och du goldene Neune, bitte nicht. Ja. Die gibt's auch. Manchmal sind Geister halt auch nur Köpfe. Da eigentlich oben was auf der Treppe. Jetzt, wo wir die schon mal abgehakt haben. Auf die habe ich nämlich auch so ein bisschen gewartet. Hier oben ist doch bestimmt was. Wie klug auch, dass ich das mache, ohne vorher gespeichert zu haben. Ein kleiner Zettel liegt auf dem Boden, anscheinend ein sehr alter Zeitungsartikel. Alter Zeitungsartikel. Das Mädchen, das auf geheimnisvolle Weise 3 Tage lang verschwunden war, ist adoptiert worden. Herr Hinasaki, ein enger Freund von Herrn Ryozo Munakata, der ebenfalls vermisst wird, wird das Mädchen adoptieren. Die Eltern des Mädchens blieben auch nach ihrer Rückkehr verschwunden. Daher suchte die Polizei eine Pflege- oder Adoptivfamilie. Das Mädchen erinnert an sich an nichts ab dem Zeitpunkt ihres Verschwindens. Die 3 übrigen Kinder werden weiterhin vermisst. Zeitungsausschnitt in die Akte gelegt. Was ist das hier? Hier ist eine kleine Tür, aber sie ist zugenagelt. Ich kann sie nicht öffnen. Ah, hier, guck mal. Nicht Start, hier, das hier. Das ist die andere Seite. Wir sind auf der anderen Seite angekommen. Juhu. Okay. Das fand ich zum Beispiel wichtig, aufgesammelt zu haben. Ist hier noch irgendetwas? Oh, es ist so dunkel. Hier geht's noch höher. Ist noch was zugenagelt, aber hier liegt noch was. Steinspiegel? Kann ich das mitnehmen? Schnipsel Forschungsnotiz, auch wichtig. Die Legende der Heiligen Spiegel, die Spiegel der 5 Götter. Die haben wir schon öfters jetzt mal gehört. Die Heiligen Spiegel, die in dieser Gegend in 5 Schreinen aufbewahrt werden, werden meist als Spiegel der 5 Götter bezeichnet. Der Legende zufolge schufen die 5 Götter die Spiegel, bevor sie das Land verließen, um das Dorf zu schützen. Einige Legenden erwähnen einen weiteren Spiegel. Demzufolge sollen alle 5 Spiegel gemeinsam in einem Ritual verwendet worden sein, um ein schreckliches Unheil abzuwenden. Es ist unbekannt, ob es sich dabei um die Katastrophe handelt. Katastrophe? Es ist nicht bekannt, ob das oben erwähnte Ritual in irgendeiner Weise mit dem der Familie Himuru zu tun hat. Hinsichtlich der Spiegel scheint es jedoch Parallelen zu geben. Die tatsächliche Existenz des legendären Heiligen Spiegels, des einen vollständigen Spiegels, ist jedoch nicht bestätigt. Es ist nicht bekannt, worauf die Legende beruht. Buch über die Familie Himuru in die Akte gelegt.